Liebes Stinktier. Boah, wenn das Joko ist. Oder Michael, beide. Es ist soweit. Der große Augenblick ist gekommen. Aber erstmal einen Riesenapplaus für das Stinktier. Ganz ehrlich. Selbstverständlich. Keiner hat eine Idee, wer du bist. Alle verzweifeln. Und wir sind so gespannt. Bitte nimm deine Maske ab. Boah, ich bin so aufgeregt. Echt. Aber das vielleicht ist am Ende. Boah, das wird aber so könnte es eine Frau sein, die. Nein. Geht nichts von der Stimme, ne? Aber wenn es Joko ist und du das nicht, dann weißt du halt, wie so schwer das ist. Boah, ich bin so gespannt. Ich fand aber Stars Witte scheint irgendwie auch geil. Ja. Ja, super. Ich glaube, dass du das mich erhauen wirst. Ich glaube, das ist jemand. Oh, guck mal, die Bewegung. Ja, aber deswegen sag ich es Michael Mittemeier. Wegen der Bewegung. Dann ist ein Mickey. Und wir werden so eine Überraschung erleben. Oh, guck mal, die Hände. Was? Boah, ich bin so gespannt. Nee, das kann nicht. Boah, wer ist es? Oh nee, wer ist es? Oh Gott. Boah. Es ist Peter Kraus, das gibt es nicht! Mein Gott! What? Eine lebende Legende! Das ist ja Wahnsinn! Was? Der deutsche Elvis, Peter Kraus! Ich dreh durch. 82 Jahre! What? 82 Jahre! Unfassbar! Oh mein Gott! Ey. Das ist ja 12 Millionen verkaufte Hallo. Platten! Boah, ich heul gleich. Peter Kraus. Nein. Was? Alles geholt in der Musikwelt und du machst sowas mit. Das war sensationell. Danke dir. Danke, wie war es für dich? War das Anstrengendste, was du jemals gemacht hast? Ich glaube fast, ja. Aber wie kann man... Ich meine, man sagt nicht oft ein Alter im Fernsehen, aber 82. Wow. Und so ein Auftritt. Danke euch. Tausend Dank. Ey, das ist eine Legende. Was für eine Legende. Ich habe echt Tränen in den Augen, weil das so eine Ehre ist. Ich komme gleich zu dir. Das, oh mein Gott, das ist wirklich... Peter Kraus. Oh, was war das Schönste? Obwohl es anstrengend war? Bitte nicht sagen, was das Schönste war. Oh ja, ich weiß eigentlich hinter der Bühne. Es war einfach was ganz Neues. Ich habe in meinem Leben nie eine Castingshow mitmachen müssen, darf ich sagen. Das ist ja auch kein. Ich habe sowas nie erlebt. Ich habe das erste Casting habe ich mit 13 Jahren gemacht. Das war ganz klein, habe ich vorgesprochen und Filmrolle bekommen. Das zweite habe ich mit 16 Jahren gemacht, bei einer Band vorgesprochen und dann habe ich Karriere gemacht, aus. Ich habe nie Casting gemacht und irgendwie habe ich mir gedacht, es muss dieser Krüppel auf der Bühne, der muss immer her. Nix. Dieses Rausfliegen und jetzt bin ich raus. Nee, weit weg von rausgeflogen, sondern uns hier wirklich verzaubert. Danke. Peter Kraus ist das Stinktier. Und niemand. Was? Niemand hatte auch nur die leiseste Idee, jemand mit diesem Jahrgang und in diesem Jahrgang hier so eine Performance abliefert. Es war Wir haben gedacht, das ist ein junger Mensch, der älter ist. Ja, aber absolut. Also diese Band. Total. Doch kein Alter. Nein, aber die Bewegung und so, Wahnsinn. Das Stinktier, das war wirklich der Star, auf den ich am meisten angesprochen wurde, weil jeder gerätselt hat und dieses Spiel so perfekt, Wahnsinn. Und es ist so eine Ehre. Wahnsinn. Voll. Das stimmt, absolut. Schön. Es war so fantastisch, dass du mitgemacht hast. Und jetzt wollen wir dich noch mal hören. Ohne. Haben wir das Mikrofon?
Einmal das Mikrofon. Ey, krass aus. Das oder das? Krass aus. Ja, das, ne? Genau. Peter Kraus ist das Stinktier. Crazy. Wahnsinn. Peter, verzauber uns noch mal. Peter Kraus. Sun when it starts to glow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only know the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Cause you let me go. Peter Kraus! Das war mir eine Ehre. Die lebende Legende, der deutsche Elvis. Wahnsinn, ist das Stinktier.